Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, jetzt eine Box von uns, wobei das trifft zu für alle anderen Kühlboxen. Was ist, wenn diese Box nicht läuft? Sie läuft nicht, sie kühlt nicht und ihr merkt das auch nicht, dass sie nicht kühlt, weil ihr merkt nur, wenn es Bier warm ist. Also heißt, die Kühlbox kühlt nicht, ihr seht vielleicht hier oben am Display, die hat jetzt 7 Grad, wenn die wärmer hat, läuft sie nicht. Was mache ich? Über 95% oder 99% der Störungen oder der Fälle, wo die Kühlbox nicht kühlt, sprich das Bier ist warm, ist ein Spannungsproblem. Das heißt, bei dieser Box hier, da habe ich eine rote Lampe, die blinkt einmal, wenn zum Beispiel zu wenig Spannung ist. Ihr seht jetzt hier, die Box ist aus. Die ist hier rot und hier unten blinkt sie einmal. Das heißt, wir haben hier ein Unterspannungsproblem. Ich kann jetzt hier über die Taste Z mal testen. Einmal ist die Temperatur, zweimal ist das Grad Celsius Fahrenheit und dreimal ist die Box eingestellt auf High. High heißt, sie schaltet zu früh aus. Läuft praktisch nur, wenn das Auto nicht funktioniert, also der Motor vom Fahrzeug läuft. Ich drücke hier wieder auf High und hier kann ich umstellen auf Mittel, Low, High und eben Low. Ich stelle um auf Low, warte, nach 68 Sekunden probiert der Kompressor hier wieder zu starten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Blinkzeichen zweimal. Eins, zwei und geht wieder aus. Der Motor konnte nicht starten, das kann aber auch meistens ein Unterspannungsproblem sein. Also 68 Sekunden warten und der Kompressor sollte anfangen zu laufen. Wenn ich genügend Spannung habe, von der Batterieseite. Jetzt läuft der Kühlschrank wieder. Eingestellt ist jetzt auf Low, das heißt bei 9,6 Volt schaltet die Box aus und bei 11 erst wieder ein. Wie messe ich die Spannung? Ich nehme mir so einen Voltmeter und da gehe ich auf die Batterie oder da, wo ich das Kabel angeschlossen habe. Und ihr seht, ich habe hier eine Spannung von 11. Ihr seht es nicht, von 11 Volt. Wenn ich 11 Volt habe, ist sie schon im Unterspannungsbereich drin am Laufen. Das heißt, die Box wird unter Umständen nicht starten. Also hier Ladegerät einschalten von der Batterie und sofort, wenn ihr ein Ladegerät einschaltet und das vernünftiges Verhältnis ist, wird die Spannung schnell auf 12 Volt oder weiter ansteigen. Oder ihr könnt statt das Ladegerät einschalten, einfach den Motor vom Fahrzeug, vom Boot starten und dann schauen, ob dieses Blinkzeichen weggeht. Jetzt nehmen wir an, ihr habt genügend Spannung. Der Unterspannungsschutz ist auf Low eingestellt. Oder ihr könnt auch hier den Unterspannungsschutz auf Emergency einstellen, also Dauerbetrieb. Und die Box läuft immer noch nicht. Dann gehe ich folgendermaßen los. Ich schraube die Deckelöffnungen weg. Bei der Wemo ist das kein Problem. Bei anderen führt das zu anderen Problemen. Ihr könnt euch dann hier ausstecken und den Deckel, ich habe die Schrauben schon gelöst vorab, ausstecken und wir sehen hier in die Box rein. Das heißt, wieder einstecken hier, die Box läuft wieder und wir haben hier verschiedene Anschlüsse. Das ist jetzt die Steuerung 101N0224, da habe ich schon ein Video gemacht darüber. Und hier die obersten Anschlüsse, wenn man dazu kommt, das Schwarz und das Gelb. Das Schwarz ist Minus, das Gelb ist das Plus. Da könnt ihr mit dem Voltmeter reinfahren. Also mit ein bisschen üben.
hier diese Stecker hier reinschieben, plus und minus anhängen, und dann sieht man auf dem Voltmeter, dass ich hier jetzt eine Spannung habe von 11,25 Volt. Und wenn ich nicht darum rumziehe, sieht man das theoretisch. Und jetzt starte ich den Kompressor, weil er hat jetzt über die Temperatur bei mir ausgeschaltet. Und von 11,25, wir hören es, der Kompressor startet. Ihr habt gesehen, die Spannung ist zusammengesackt. Und jetzt haben wir bereits 10,8 Volt. Das heißt, wir haben von der Batterie, die hier direkt nebendran steht, bis hier an die Steuerelektronik schon einen Spannungsverlust. Jetzt nach 30 Sekunden fängt er sogar noch ein bisschen schneller an zu laufen. Und dann sinkt der Strom nochmals. Es kann dann zu einem Ausschalten kommen. Also diese Box läuft, das ist überhaupt jetzt kein Thema. Wenn aber eure Box nicht läuft, dann kommt ihr schlecht dazu. Und zwar ist der unterste Anschluss und der drittunterste Anschluss, hier das blaue Kabel, ist die Klemme C, wie Cäsar, oben der blaue, der drittunterste, und T, wie der gelbe, wie Thermostat. Ich habe hier eine Büroklammer. Die Büroklammer kann ich aufmachen. Ich habe eine Drahtbrücke oder eben so eine Büroklammer. Die kann ich zurechtbiegen und ich kann die bei der Klemme C und T reinschieben. Ich schiebe rein. Ich habe hier also jetzt höher gestellt und wenn ich dann hier unten reingehe mit der Büroklammer, kann ich den Kompressor überbrücken und starten. Wenn ihr jetzt nicht in der komfortablen Lage seid und ihr habt eine Büroklammer, dann habt ihr vielleicht eine Küchenschere. Hier kann ich diese Plastik wegnehmen oder ganz ausstecken. Einfach, ihr habt alle ein Handy dabei, zuerst ein Foto machen, wo welches Kabel hingeht. Die Kühlbox läuft nicht. Und ich kann hier diese Hülsen wegnehmen und ich kann hier mit der Schere eine Brücke produzieren. Und dann hört ihr vielleicht der Kompressor, oder ich spüre es jetzt, der Kompressor läuft und der Ventilator auch, die drin lassen oder so blockieren, dass sie nicht rausfällt. Wenn ich das mit der Büroklammer hinkriege oder mit der Schere oder einem Spitzzangen und ich krieg den Kompressor zum Laufen, der Ventilator läuft und die Kühlbox kühlt, dann ist es definitiv ein Thermostatenproblem. Das Signal vom Thermostaten kommt nicht hier runter, weil hier auf dem T wie Thermostat und C wie Command oder auf Deutsch, keine Ahnung, Zentrum, muss eine Brücke gemacht werden und das macht der Thermostat. Kein Kältemittel mehr, sondern nur das Problem, dass der Thermostat überbrückt ist. Wenn ich also genügend Spannung habe, ich habe zwischen C und T eine Brücke gemacht, ich habe nicht verpolt, Plus und Minus verdreht und er läuft dann immer noch nicht, dann ist es vermutlich diese Steuerung hier. Schauen, ob ihr irgendwo eine Kühlbox findet, die einen gleichen Kompressor drin hat oder ein Kühlaggregat. Steuerung wegnehmen, Steuerung wechseln und probieren. Irgendwo auf dem Campingplatz gibt es garantiert einer, der eine Kompressor-Kühlbox hat mit dem gleichen Kompressor. Nicht irgendwie eine billige Nachbau nehmen, sondern
schauen, dass ihr so einen Setcop habt. Wenn ihr einen Setcop habt, spielt es gar keine Rolle, welche Steuerung. Wichtig ist einfach ein Setcop oder ein Dampfhauskompressor. Ja, wenn es dann nicht so weit ist, dann liegt es am Kompressor. Und das sind 0,001 Promille von allen Kühlboxen, die als Störungen auftreten. Spannung, Thermostat kontrollieren oder überbrücken und dann sollte die Box eigentlich laufen. Ich mache euch hier ein anderes Video über den Unterspannungsschutz und ich wünsche euch einen schönen Tag.